Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Im letzten Part haben wir die Erinnerungen von Kellogg's Frosties uns angeschaut und haben obendrein ja, unsere maximalen Sympathiepunkte bei Cotsworth erreicht. Sprich, wir sind jetzt Best Friends. Ja, Lupschi, ich hab dich lieb, lass dich drücken. Ja, und ein fettes Küsschen, weil er so ein niedlicher Roboter ist. Echt. Wenn es sowas in Wirklichkeit geben würde, echt. Den kann man knuddeln und muddeln, bis ihm die Luft wegbleibt, weil der kriegt nie Luft, also kann man das ewig machen. Und ehrlich war, Cotsworth ist einfach nur zum Knuddeln, oder? Meint sie nicht auch? Ich finde schon. Und vor allem, wie gesagt, diese blaue Farbe steht ihm halt echt süpi. Jo, jedenfalls, wir sind gesund und munter. Valentine scheint das Projekt hier auch gut überstanden zu haben. Und bevor ich jetzt raus zu ihm gehe, werde ich noch ganz schnell unseren Skillpunkt einlösen, den ich jetzt schon, glaube ich, zwei Parts lang vergessen habe zu machen. Oder einen zumindest. Ja, bling, bling, bling. Das geht noch nicht, ne? Nein. Ja, was zum Teufel sollen wir machen? Ich wäre für Rüstmeister oder noch besser, wenn es möglich wäre, für diese Roboter... Das ist hier, glaube ich, ne? Für die wäre ich, ehrlich gesagt. Maschinen dienen Menschen, zumindest dir. Wenn du einen Roboter hackst, erhältst du die Chance, ihn ein- oder auszuschalten, beziehungsweise seine Selbstzerstörung einzuleiten. Achso, Roboter-Experte. Ist es, das ist schon das, ne? Das war schon diese Werkbank, oder? Ich hoffe mal. Man könnte es tatsächlich lernen. Du kannst in Werkstattsiedlungen Läden und Arbeitsstationen bauen. Das wäre aber auch nicht schlecht, lokaler Führer. Es wäre aber auch nicht schlecht, entweder das weiterzumachen. Hier sind wir... Hier geht's da mal nicht. Es wäre aber auch nicht schlecht. Wo ist denn das Ganze? Also das wäre nicht schlecht. Schmied wäre vor allem nicht schlecht. Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Aber vor allem wäre eben das nicht schlecht. Den Rüstmeister zu machen. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Denn das mache ich jetzt einfach. Annehmen. Dann können wir nämlich bessere Mods für unsere Rüstungen bekommen. Und wir haben eh schon das halbe Level von 24 fertig. Also denke ich mal, wird nicht mehr allzu lange dauern. Dann kriegen wir 25 und dann können wir schon wieder was Neues uns anschauen. Beziehungsweise Skill. Jo. Also wir gehen da mal raus. Irgendwo hier müsste der gute Valentine auf uns warten. Valentine. Da drüben sitzt er. Hallo Valentine. Alles okay mit dir? Mac. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Kellogg? Kellogg, bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Klangst wie Kellogg. Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja. Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Ja, tut mir leid. Leuchtendes Meer und so. Wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Ich bin ein Zünd. Also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber die Powerrüstung, die du trägst, könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Nick, mitnehmen? Du bist eine Gefahr. Boah. Weiter mit Cotsworth. Viel Glück da draußen. Du weißt, wo du mich finden kannst. Jupp. Anscheinend will Ellie mit uns reden. Wir sollten bei nächster Gelegenheit zurück zum Büro. Aha, okay. Ja, wegen Auftrag und so. Ah, Kotzi, ich hab dich so gern. Lala. So, dann gehen wir da mal raus.
Russ und raus. 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 Gut. Das ist die Frage. Machen wir weiter mit dem Meer? Ich würde meinen, ja. Wir haben ein bisschen Red Away dabei, das müsste passen. Ein bisschen Futter, was Strahlung wegmacht, haben wir auch noch dabei. Müsste passen. Probieren wir es einfach mal. Schauen wir, ob wir überhaupt dorthin kommen. Dam, dam, dam. So. Nick, bist du das? Tatsächlich. Mit dem Chef hier müssten wir auch mal quatschen. Der, was da oben stand, der hätte ja auch noch was für uns. Einen Auftrag und so. Könnten wir eigentlich gleich mitmachen. So. Öffnen. Machen wir gleich mal. Müsste eigentlich passen, wenn wir mit ihm quatschen. Hoffe ich halt. Ich glaube, der residiert da oben. Mann, ich habe schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schwert? Wahnsinn. Ja, gell? Das macht jetzt gerade die... Na, falsch, falsch, falsch. Das ist der Balkon, stimmt, wo er immer ist. Da wird er jetzt gerade wahrscheinlich nicht stehen. Nein, nein, nein. War, Kotzi. Ich wollte nur schnell mit dem Kerl eben sprechen. Ich glaube, das ist schon bald besser, wenn ich die Quest aktiviere. Wenn ich so weitermache. Sieh mal an, eure Ladyschaft mit ihrem Roboter-Butler. Mann, ist er toll. Meint er das gerade ernst? Sag mal, wo ist denn der Kerl hin? Das gibt's ja nicht. Der müsste doch eigentlich hier irgendwo sein, oder? Kerl? Dann ist er doch unten, ich Depp. Meine Fresse, was für eine Blechbüchse. Schlechte Entscheidung, Bobby. Was? Da ist nur die Abstellkamera. Dann ist der Kerl doch unten. Ich dachte immer, der ist oben. Wie geht's denn so? Gut. Ich suche einen Chef. Ist das deine Schuld? Pass auf, was du machst. Ja, ja. Ich suche nur den Chef hier. Der ist nicht da. Ist wurscht, dann soll er mit dem Buckel runter. Achso, da geht's noch weiter runter, genau. Ist er vielleicht ganz unten? Warum aber? Kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass er ganz da unten sein soll. Der ist einfach nicht da. Und fertig. Ja. So ist es auch. Nee, passt schon. Dann hauen wir da ab und gut ist. Da gehe ich jetzt keine Zeit verschwenden. Tschüssi. Wenn er nicht will, Pech gehabt. Ganz einfach. Bau, 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 bau. Daram, daram. So. Dann glubschen wir mal. Zum Meer sollen wir reisen. Wo ist denn hier das Meer? Sprich mit Hancock. Tatsächlich soll man mit dem Kerl sprechen. Ach komm. Ernsthaft jetzt? Ja, und wo ist der Halodri? Bei Fred Allen, Hotel Rexford, bekommst du Camps. Irma in der Höhle der Erinnerung? Die bietet Drogen von ganz anderem Kaliber an. Ah. Na super. War. Hancock hat hier in Good Neighbor das Sagen. Ist der richtige Mann für den Job. Gleichermaßen. Fair und brutal. Aha. Schön. Da ist er. Hallo, Herr Bürgermeister. Hey, Hancock. Also, bist du bereit, loszuziehen? Willst du reisen? Hast du noch Lust, gemeinsam zu reisen? Ich könnte wohl ein paar Probleme mehr gebrauchen. Tauschen. Legen wir los. Legen wir los. Na klar. Es ist mir eine Ehre, Sir, dass der verehrte Bürgermeister von Good Neighbor meinen Platz einnimmt. Ist mir ein Vergnügen, Cotsworth. Bleib, wie du bist. Muss ich echt? Kotzi. Bis später. Meterweil den Rasen. Ja, und jetzt? Ist jetzt automatisch die Quest gewesen? Schnuggi, was machen wir jetzt? Was soll ich tun? Hey, warst du das gestern Abend an den Barrikaden?
Reden. Hancock. Schieß los. Meinung, wegschicken, Beziehung. Vergiss es. Meinung? Was meinst du? Das Leben in Good Neighbor ist nicht für jeden was. Aber besser als die Alternativen. An einem Ort wie Diamond City würde man einem Ghoul nicht mal die Uhrzeit sagen. Na dann. Ich wollte nur wissen, wie es mit uns läuft. Ich lass dich bestimmt nicht im Regen stehen, also nicht in nächster Zeit. Sehr schön. Das ist alles. Verstanden. Ja, und was jetzt? Achso, dann muss ich Quest auswählen, ne? Leuchtendes Meer. Stählerner Schatten. Meine Güte, das, die Paladine wären halt echt cool, ne? Da mitzumachen. Volt untersuchen. Ganz ehrlich, ich würde schon, gern das mit dem Meer machen. Echt, das, diese Grafik da, die ist echt super. Nordhagen Beach. Alte Waffen. Ach ja, stimmt. Machen wir halt mal das Meer, ne? Vielleicht haben wir da ja Glück. Und wir finden was raus über unseren Sohnemann. Es wäre nur gut zu wissen, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Darunter. Ah, aha. Das war's schon. Mehr nicht. Wir dann dahin bohren, ne? Schön, dass wir schon da unten waren. Das ist ja mal praktisch. Ich denke mal, dass Hancock da jetzt auch nicht unbedingt die Probleme haben wird, hoffe ich halt. Wobei, ich hätte schon gern Kotzi dabei. Aber es ist wurscht, wir brauchen Sympathie bei anderen Leuten auch, ne? Also brauchen, erarbeiten, ne? Moment, wir sind da genau mittendrin, wo die Supermutanten daheim sind. Das ist aber gar nicht schön. Aber dafür gibt es haufenweise Fleischsäcke. Ich bin gerade so leise, mit Absicht. Weil ich dachte, es greift uns gleich wer an. Aber so wie es ausschaut, ist das nicht der Fall. Was tut denn da so komisch? Moment, bist du nicht ein Paladin? Was machst du denn da? Das ist ja ein Paladin-Schiff. Ich sage jetzt Paladine zu denen. Wachpot, in der Tat. Geht schon. Raider. Okay, das hilft nichts. Ich muss nah ran. Jetzt wieder hin sein. Jawohl. Ich hoffe, ich treffe dich. Okay, das hat keinen Sinn. Jawohl. Auch erledigt. Naja, machen wir so. Nein, das ist ganz und gar nicht komisch. Wer ist noch? Alter! Das ist schon ein Paladin-Typ, oder? Okay, da muss ich weiter. Na, nicht so. Noch näher ran. Jetzt da. Oh Gott. Das macht dir gar keinen Schaden. Wartet mal kurz. Ich brauche eine andere Waffe. Habe ich schon gesehen. Was macht denn Damage? Eigentlich eh die. Nicht so schlecht. Aber ich werde die hier nehmen. Da. Wow. Alter, du bist nervig. Au. Au. Ist er hin? Jupp, er ist hin. Schön. Auftrag abgeschlossen. Tschüssi. Boah, cool. Die helfen einem da jetzt voll beim Beseitigen dieser fiesen Fieslinge. Ja, fiese Fieslinge. Das heißt so. So, jetzt muss ich nur die Leichen noch anfinden. Wo sind denn die jetzt? Da.
Passt schon. So, das nehmen wir mit. Und das, nanu, das auch. Supi, nachladen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da lang. Okay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ich glaube, ich werde noch was essen. La la li la. La 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 la. La la li la. La li. Wilder Ghoulstreuner. Das hat sich super was gebracht. Jetzt vielleicht? Ah, jetzt geht's nicht mehr. Ist logisch. Das hast du doch. Ich sehe dich. Hä? Ach so. Hancock. Ja, ist schon zu spät. Bis du schießt, bin ich schon fertig. Oha. Wo ist denn der jetzt umgefallen? Scheiße. Wo ist denn der jetzt umgefallen? Da. Hey. Wo müssen wir jetzt lang? Darüber. Dam didel 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 dam dadel dam. Da da dam. Didel didel dam. Dam dam didam. Da 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 dam. Didel 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 dam. Wow. Alpha-Todeskralle, logisch. Hancock? Bist du mal so nett und kommst du? Au. Ja, ja, ist gut. Aua. Nix erwischt, Hosenfisch, la 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 la. Wah, es kommt. Kackviech, Kackviech, du kommst da nicht rein. Wah, das ist ein Ghoul. Ich dachte, da kommt er nicht rein, wie der reinkommt. Bist du jetzt hin? Ja, wo ist jetzt der andere? Bum, bum, bum. Bam, 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 bam. Erledigt. Muaha. Schön. Kronkorken. Her mit deinem Fleisch. Boah, bist, die Viecher werden auch immer hässlicher, oder? Und wie die aus dem Mund stinken. Na, geht's dir gut? Ich glaube, der hat gerade das Bein abgenagt. Ist ja ein Ghoul, ne? Der heilt sich ja, wenn er was isst. La la li la. Wie wohnt der einfach mal im Haus da, ne? Könnte ich eigentlich auch mal durchsuchen. Oh, ein Brahim. War der da einiges gerissen, oder? Da schau mal. Cafeteria-Tablett. Da gehe ich einfach mal so blind vorbei, ne? Ich händel. Da ist Hirnpilz. Uah. La ra da ra, ra ram di da, dam di dam, dam di dam, dam da dam da dam, da 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 ram, di 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 dum, ra 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 ram. Da ist radioaktiv. Da 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 dam da ram, da 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 ram, dam da ram. Hui, juhu, hurra! Rand des leuchtenden Meers. Schön. Da können wir uns direkt hinporten. Das ist fein, fein. Dann schauen wir mal, wie viel radioaktive Strahlung wir da insgesamt abbekommen. Derweil schaut es aus, als wenn es nicht allzu viel ist. Also wir würden das überleben, glaube ich. Nachgeladen ist es und schussbereit sind wir. Aber wie ist der Wissenschaftler da durchgekommen? Schau euch das mal an, wie das ausschaut hier. Einerseits voll cool und andererseits... Boah, ey.
Einfach da geradeaus. Okay. Wow. Psst, nicht so laut. Du wächst dir die Nachbarn auf. Da, di, da, da. Da, ram, di, di, dam. Dam, di, dam, 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 di, dam. Hoffentlich kann der Typi uns helfen. Ich will mein Baby wiedersehen. Wobei, er ist schon ein junger kleiner Mann. Unser schon Bubilein. So. Alle hopp. Ich schau mal da ruf. Ich meine, es ist ein Blödsinn, darauf zu schauen. Aber, ah nein, passt schon. Schau. Ich dachte, geht steil bergab. Da drüben ist eine Kralle tot. Lala. Hancock, du bist schon da, oder? Von der Hancock. Hey, du kommst da nicht ruf. Trottel, 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 trottel. Trottel, trottel, trottel. Ich glaube, da kommt doch rauf. Wow, ich bin umgefallen. Bam, 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 bam. Kommst du nicht drüber, la, la, di, la. Warte, da ist noch eins. Wieso ist da noch eins? Ich glaube, da ist noch ein dritter. Wow. Wow. Himmelsseiten. Wow. Gestern, sauf ich. Ja. Wow. Bam, 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 bam. Noch eine? Nope, ich glaube, das war's. Muha. Her mit dem Klumpert, tralilalila. Wo ist die zweite gestorben? Da. Hui. Ach, Herr Jemine. Tötet es, bevor es Eier legt. Ist dann da oben irgendwas, weil das Viech da oben war? Vielleicht sollte ich mich hier auch mal genauer umschauen. Nö, oder? Das bist nur du, der läuft, ne? Ja. Alles gut, alles fein, das sind tolle Pünktchen für unser Level up, dam, di, da. Ist da vorne noch so ein Viech? Ich sehe es noch nicht. La, 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 li, la. Ihr scheiß Viecher, eine Blähfliege ist dort. Tra-la-la-la-la-la, und bald ist sie fort. Ich knall sie ab, das wird sie wundern. Weg bist du, du Kackviech. Das geht leider nicht. Bam, 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 da-dam. Würdest du sterben? Ah. Treff sie nicht, du Kackblähfliegenviech. Na, geh sterben. Ah ja. Ja. Gell? Dam, dam. Die sind ja alle ins Wasser gefallen. Wow, das ist eine hohe Strahlung. Nix schön, nix gut. Ich glaube, das war's. Gehen wir da weg. Das ist ungesund. La, 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 la. Ich lade wieder mal nach. Tschack, tschack, back, back. Die Buffen geht gar nicht so schlecht. Wir müssen da lang, bald sind wir da. Hoffe ich halt sehr, das wäre wunderbar. Dann treffen wir den Wissenschaftler. Und ich hoffe, der hilft uns weiter, juhe. Da, 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 da. Da, 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 da. Viecher, wo seid ihr? Ich bin die Königin der Welt, ja. Hm. Juhu. Boom. Dam, dam, di, dam, dam. Ist da oben jemand? Eine Todeskralle, wie ich die von Weitem schon sehen, du. Du da. Komm her, Viech.
Ja, und wie soll ich die so treffen? Irgendwie hat es gerade Bumm gemacht. Ich glaube, wir haben sie trefft. Ich glaube, da kommt ein Skorpion nach. Ich bin mir gerade recht sicher, dass das nicht gesund ist, was ich da mache. Ich glaube, das Viech rennt uns gerade nach. Red away, Skorpion. Da hinten sind ja noch welche. Au. Wah! Geh weg, du Viech! Wah! Ich glaub, die ist hin. Wah! Wo kommst denn du her? Du Sauviech! Hancock, bist du da? Au! Was willst denn du, du Viech? Bam, 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 bam! Ich muss mich mal heilen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich schieß dir mal das da oben weg. Ja, okay, wegschießen ist gut gesagt. Aha. Stirbst jetzt? Au! Au! Ja, so geht's auch. Ach, ja. Bam, 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 bam. Ja, du auch. Ich sehe schon. Na, das geht nicht. Okay. Bam, 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 bam. Und bam, 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 bam. Au! Du Wirstel. Bam, bam. Ich glaube, wir sind fertig. Hancock, geht's dir gut? Schön. Hä, gepärt das Zeug. So, wo ist noch wer gestorben? Da drüben. Da, 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 da. Noch irgendwer? Hier nicht? Nein, müssen wir rauf. Ich hätte gedacht, dass ein Ort mit so viel Strahlung so eintönig sein kann. Schon, ne? Ja, ist klar, ist alles hin, ne? Da kann nicht mehr gescheit eine Pflanze wachsen. Aber Hauptsache dieses Ungeziefer hier mutiert darum. Komm her, du Ungeziefer. Da ist auch noch ein Ungeziefer. Haben wir jetzt endlich mal alle Ungeziefer gelootet? Ich werde jetzt mal so ein Red Away saufen. Hilfsmittelchen. Ja. Red Away. Oder warte, kann das noch wer anders? Warte mal. Ne. Ich glaube nicht. Also schon, ein Essen schon. Ich glaube, das ist die Mutantenkeule da, ne? Die können wir ja auch zu uns nehmen. Und vielleicht... Ja. Vielleicht... Ich meine, fürs Red Away ist es noch zu früh, oder? Finde ich halt. Meinst auch, oder? So, wo müssen wir denn? Ich gehe mal speichern. Das ist mal ganz wichtig. Weil da haben wir jetzt viel erreicht, die will nicht sterben. Und das dann nochmal machen, weil dann muss ich sicher weinen. Das weiß ich jetzt schon. Wir müssen da lang. Ram, daram, daram, dam. Dam, dam, daram. Wir haben die Viecher besiegt. Lam, di, dam, daram, dam. Wir sind stark. Ja, ja, ja. Di, dam, di, dam. Okay, das sind keine Viecher. Boah, da ist ein... Da ist ein Schichtswetter. Aber ganz ehrlich, wie ein Meer ist das jetzt auch wieder nicht. Leuchtendes Meer. Da vorne ist ein Viech, oder? Nö, schaut nur so aus. Ah, ja. Boom, hat's gemacht. Und was bist du? Ein Baumstumpf. Aha. Da-dam, da-dam. Ich glaube, wir sind bald da. Da dürfte es sich um eine Vault handeln, hä? Huh? Dam, dam, di, dam. Hui! Da schau mal.
Das ist echt ein Haus. Krater des Atoms. Aha. Hallo. Möge dich Atoms leuchten auf deinem Weg leiten. Du bist jetzt aber nicht echt der Wissenschaftler, oder? Was? Bruder Wart. Ich glaube, ich bin, das ist echt, oder? Wart mal. Hallo? Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Das ist so ein Trottel, ne? Wie bei Gothic, ne? Diese Sektenspinner. Der ist schon ganz komplett tschüssi. Ist der bescheuert? Ich will mit dir reden. Ist da noch jemanden? Hallo? Geht der jetzt wohin, oder was? Entschuldigung. Atoms Ruhm muss überall hin verbreitet werden. Da sind ja noch mehr. Warte mal. Was? Ja, sag einmal, ihr wisst schon, dass ihr da kommt, bald mal sterben werdet. Die Spaltung steht bevor. Hi. Möge die Spaltung dir Frieden bringen. Ja, das sind Sektenspinner. Sektenspinner sind das. Wir sind bei Gothic. Ja. Mhm. Das moderne Gothic. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Aus welchem Grund? Rede. Oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ich wollte Clasher wie euch mal besuchen. Geheiligter Boden. Falsch abgebogen. Brauche Hilfe, ein echtes Loch. Was? Geheiligter Boden? Atom? Was ist denn hier los? Atom hat seine Hand ausgestreckt und diese Welt berührt und uns damit sein Leuchten gebracht. Ja, das ist ungesund. Geblieben. Eine Erinnerung an sein Versprechen. Unendliche Welten durch Spaltung. Vorräte will euch nicht schaden. Vörgel, so. Ihr seid verrückt. Vorräte kann ich hier nicht zufällig irgendwo bekommen, oder? Geh doch mal zu Bruder Octon. Er müsste einige Vorräte haben zum Verkauf. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Hier sprechen wir zu Atom selbst. Ich bin überrascht, dass du lange genug überlebt hast, um ihn zu erreichen. Und wie macht ihr das bitte? Ich will euch nicht schaden. Ich will euch nicht schaden, ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf sich, so weit zu reisen. Nun gut, du darfst vorerst bleiben. Danke. Aber wir behalten dich im Auge und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Wieso soll ich denn sowas machen? Ich hätte eine Frage. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Isolde? Virgil. Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil. Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Brauche Informationen. Probieren wir es mal. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Yeah. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Mhm. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Danke, Mutter Isolde. Ja. Mutter, die Holde. Wenn du etwas brauchst, dann findest du es hier. Ja, bitte. Natürlich nicht umsonst. Ist wurscht, zeig mal, was du hast. Klar, ich schau's mir an. Na klar. Schau mal, was er hat. Patrönchen. Boah, das sage ich ehrlich gesagt nicht nein, ne? Wir haben eh haufenweise Kohle. Hast du Redaway zufällig? Entschuldigung. Hilfsmittelchen. So. Karotten hat er da. Genau. Dass wir das ansetzen, weiß ich nicht so recht, ob das. Schmutziges Wasser. Ob das so schlau ist. Redaway hat er tatsächlich. Dann nehmen wir gleich mal 5 mit oder so. Oder? Nein? Teuer? 2? Nehmen wir 2 mit. Tun wir da mal Handel treiben.
Können wir irgendwas verkaufen? Waffen. Dort zum Beispiel. Das Glump brauchen wir eh nicht. Den Schlagring auch nicht wirklich. Das kann er schon mal haben. Die Lederkompi haben wir eh zum Saufuttern. Genauso wie diese Geschichten da. Kann er eigentlich auch alles haben. Das von mir, das auch und das auch. Da kann er auch zwei haben. Na, Schrott behalten wir. Ich glaube, das passt so. Schön. Hast du sonst irgendwas von Interesse für uns? Warte mal. Wie schaut's mit... bam, bam, bam. Steampacks haben wir genügend. Ja, müsste dabei passen. Die Firma dankt. So, der Kerl ist jetzt da. Darüber. Das heißt, können wir da hoch und weiter, aber ich glaube nicht, ne? Das hier ist nur ein Häuschen. Die können einfach da so leben? Wie schaffen die das? Die müssen ja allesamt Krebs haben, dass die Sau graust. Das gibt's ja nicht. Wir sollten uns vorsichtig nähern. Das ist auch wieder so eine Geschichte, ne? Der hat da sicher wieder haufenweise Fallen und was weiß ich aufgestellt. Ich latsche hundertprozentig in eine rein. Das geht ja auch gar nicht anders. Laufen wir mal ein Stückchen. Eine Höhle. Ist das schon da vorne? Nein, das hat jetzt nur so ausgeschaut. Nichts noch Höhle. Da können wir schon noch hatschen. Viele wollen Leuten, die nur versuchen zu überleben, das Leben schwer machen. Ja. Den Scheiß mache ich nicht mit. Das ist aber nett von dir. Oh, Fliegchen, Fliegchen, genau. Fliegchen wollte ich sagen. Au, das ist so ein Kackstachler. Wow. Na, au. Stechfliege. Habe ich den jetzt auch getroffen? Ist das alles? Komm her, du Saufie. Das gibt kein Passt. Supi. Her mit dem Graffel. Na, komm her. Perfekt. Nachladen. Boah, ich muss mal... Ah. Wie weit ist es denn da noch, bitte? Dam, 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 dam. Jetzt ist die Frage, müssen wir um den Berg herum? Oder müssen wir rauf? Ah, ich glaube schon fast rauf. Ja, wir kommen, glaube ich, näher. Hancock nimmt auch schon Anlauf, damit er auf den Hügel hier rauf kann. Schön. Hancock sich wieder in Schwierigkeiten bringt, ne? Alter. Du kommst, da wird er echt drauf. Du Kackviech. Du elendiges. Mal nachladen. Oh, 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 oh je. Yeah. Oha, her mit deinem Zeug. Der hat Superkleber bei sich. Wofür braucht er das denn? Ah, ich weiß schon. Der wollte seine Nägel ankleben, ne? Logisch. Das war ein weiblicher. Also eine weibliche Todeskralle. Verstehe schon, ist ja logisch. Wie konnte ich nur? Felsige Höhle. Sehr schön, wir haben sie hergeschafft. Aber wir werden erst im nächsten Part. Oder soll ich reingehen? Vielleicht hört dann die Strahlung auf. Nein, wir beenden hier den Part, wo es schön gefährlich ist und giftig. Das passt schon so. Na fein, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!